Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ja, in der letzten Folge war ich ja nur etwas untätiger unterwegs. Nein, war ich nicht, weil ich habe hier ein bisschen erforscht. Und ja, diesen Erforschungsdrang werde ich erstmal weiterhin nachgeben, bevor ich Adam sammel, bevor mein kleine Little Sister wieder ein bisschen Arbeit kriegt, ich mich wieder angreifen lasse. Ich möchte einfach vorbereitet werden, sein. Tun. Gehabt haben. Immer sein werden. Ihr wisst, was ich meine. Da ist eine Kamera. Hallo? Kamera nutzen. Ah, wo ist die F-Taste? Da ist die F-Taste. Gut. Und jetzt haben wir Bots wieder auf unserer Seite. Ja, die Brandbomben haben sich definitiv schlecht schon gelohnt. Bot, greif doch mal bitte an. Was trifft mich denn jetzt hier noch? Ich stand hinter der Mauer. Ja. Diese Kämpfe. Und diese Tür. Und wieder eine Adam-Leiche. Super. So, wir haben keine Fallen. Gentonicas austauschen brauchen wir nicht. Ich wollte nur nachgucken. Nicht, dass ihr euch wundert. Okay, wir haben hier Öltank. Wir haben hier Feuer. Das heißt, wir werden mit Abfackeln arbeiten. Und dann fangen wir doch einfach mal an. Ja, ja, ich traue mich. Ja, Daddy wird ganz schnell ganz blöd, wenn er so weitermacht hier. Au! Lass meine Kleinen in Ruhe! Ich sollte nicht ins Feuer gehen, hier ist viel zu viel Feuer. Oh! Keine Nieten mehr, das ist schwer. So. Oh, ihr habt mich ja darum gebeten, ein bisschen mehr damit zu arbeiten. Deswegen mache ich das jetzt auch. Also mit dem Ohrwaffen. Ja, hier meine kleine. Oh, lecker. Ja, hat gut geschmeckt. Aufheben. Ja, wir werden für immer zusammenbleiben. Leider ist es nur Ausbruch. Ach, ihr wollt nur Brutalität sehen. Das ist ja langweilig. Ich hatte mehr von euch erwartet. Ihr enttäuscht mich. Leute, ihr habt mich schwer enttäuscht. Ihr wollt nur nicht sehen, wie ich hier mit dem Bohrer arbeite. Ich arbeite jetzt noch nicht mit dem Bohrer. Sondern ich werde jetzt meinen MG nehmen. Da habe ich noch ein paar Schüsse drin. Ja, sammeln. Alles sammeln, alles sammeln. Oh, ein neues Teil. Elena. Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg! Aber, Eleanor. Wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Ja, genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Was man noch in einem Aschenbecher alles finden kann, gerade jetzt in der Zeit, wo ihr das gehört habt. Nein, wir haben zu wenig. Zu wenig Nieten bedeutet einfach, wir haben zu wenig Nieten. Das ist noch gut. Objekte kaufen. Wir holen uns ein. Ja, mein Nietenvorrat ein bisschen aufgefüllt. Ich niete, brauche Nieten. Gut, erste Leiche ausgebeutet. Dann werden wir uns jetzt Leiche
2 Nummer, gleich Nummer 2 begeben. Wo geht's lang? Ja, wo denn noch? Weil wenn die Kämpfe immer so schön angenehm sind, dann ja, könnte ich damit leben und arbeiten. Und wir folgen wie ein blöder Pfeil. Und da ist nur 2. Wunderbar. Ja, meine Kleine, dann sammel fleißig. Ich werde auf dich verlassen. Das Monster wurde ein weiteres unserer Kinder geraubt. Halt doch die Klappe da oben. Wieder was, Elmore. Zeig diesem Ding, was den Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Meine Kleine in die Ruhe. Süße Maus, muss doch in Ruhe sammeln. Na, nein, das ist kein Kind. Das ist mein Kind. Ja, meine Kleine, ich glaube. Könntest du dich jetzt trotzdem verbeißen?